Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Over Christmas hier im Kerker. Willkommen im Kapitel 4 unseres aufregenden Weihnachtsspecial, aber naja, ist schon einige Zeit vergangen, ne? Oops. No. That wouldn't work as a lucky charm. Warum haben wir den jetzt das genommen? Ja, natürlich, er nimmt gleich die ganze Being Kette a mit. Prisoner and having a pillow? That's a privilege. Kissen nehmen wir weg. Die Decke können wir anscheinend nicht verwenden. Let's see how stable this bed is. Oops, I broke the chain. Naja, robust ist was anderes, ne? Aber wir konnten die Kette nehmen. Judging by the amount of mold, there must be quite a lot of moisture down here. Kerze konnten wir noch nehmen. That iron chandelier looks like a hand with claws. At least they can still identify him by his footprint, I think. No, that wouldn't work as a... Okay, I'm gonna take a wild guess here. I don't see any toilet around, so I believe the use of this barrel is pretty obvious. Das könnte gut möglich sein. There is a crack on the wall. I can barely see what's on the other side. So, dann gucken wir mal. There must be another way. Ja. Nothing happened. I think I need something heavier if I want to break through. Also wir haben zumindest schon mal einen Weg gefunden. Jetzt müssen wir bloß herausfinden, wie wir mit den vorhandenen Mitteln da irgendwie durchkommen. Wenn wir das jetzt mit dem Kronleuchter verwenden. Good idea, but the chain is not long enough. Naja, da haben wir ja was gefunden, ne? Also so ist es nicht. Können wir die an irgendwo dran sitzen? I believe there's a reason why you can't open a prison cell door from the inside. No, one time was enough. Kein Hebel mehr wird gedrückt. I could add more chain to the iron ball. Why not? Now I have a metal lasso of chain and ball. If there is such a thing. Jetzt könnten wir die doch, Better not. I don't see any... No, but... So, wir können sie jetzt irgendwie noch nirgendwo einordnen, aber sie muss ja einen bestimmten Sinn und Zweck in dem Sinn haben. Also der Schalter war jetzt kein Lichtschalter, sondern einfach bloß, ja, was wir vor uns gemacht haben. So. Frag mich noch, wozu das Kissen dienen soll. Das muss ja auch irgendeinen Sinn und Zweck haben. At least they can still identify him by, I think. Okay. On second thought, it seems unlikely. Ey, komm, das wäre eine geile Idee gewesen, mit dem Kissen durchzubrechen, ne? On second. This so. Combination will. Das bringt uns nicht There weiter. There must be another way. Und hier oben? Let's hope this will work. Aha. Eine Abrisskugel. Nochmal. Und weiter. One last push and I'll be free as a bird. So kann man es machen. Oh snap, just another cell. Aber die ist offen. Hey, cutie. Nice collar. So delicate and shiny. Very, very shiny for a strange reason.
That was a swift move. And kinda rude at the same time. I hope it wasn't something I said. Ich hoffe bloß, die Katze verpfeift uns nicht. Wir haben hier noch eine Kerze, die wir nehmen können. As I expected, empty. Warum hier oben eine Kiste ist? War da hinten noch ein Glas Wein? Also dem Gefangenen ging es ja nicht verkehrt, ne? A compass hidden under the bed? I wonder who the previous prisoner was. Also eine Flasche, kein Glas, aber dem geht's ganz gut. So, mein Zeug zurückholen und fliehen. Ich mache erstmal dieses Geschenk auf. Wir haben hier noch eins. Barbie. So. A narrow sh- Der hatte ja sogar ausgepolstertes Bett. There's no way I'm spending a narrow. Also egal wer dort gefangen wurde, er hatte schon einen etwas angenehmeren Luxus als wir drüben. Wir haben ja noch nicht mal ein ganzes Bett gehabt. Das fiel ja schon so auseinander. Hey, there is something under it. Could it be a map? Was hat er denn da gefunden? Hmm, someone has made a quick scribbling here. It looks more like a sketch map. Sieht irgendwie aus wie so ein, naja, so ein so ein Labyrinth, hä? Bloß sagt mir das bis jetzt noch überhaupt nichts, hä? Dann wird man vielleicht noch sehen. Bin echt gespannt. Wir gehen mal raus. Psst. Hey, Kid. Over here. What? Who said that? Over here. Come. Approach the cell. Hier ist der Weihnachtsmann. How long have you been here? Let me see. 12 months. Almost a year. Wow, that long? I know, I know. Udis, however, has been here much longer. He might have been locked up down here for 2 years. Who is Udis? The guy in the next cell. The next cell is empty. There's no one in. I just came from it. No. No way. He actually did it? Did what? Escaped! He never believed me about the secret passage. He always told me he would attempt to map how the rotating rooms work. And once he figured out a way through, he would fly the coop. Oh, Udis, you rascal. That's what you were scribbling every night. Also zumindest schon mal nicht der Weihnachtsmann. Is there a place where the elves keep the loot? Did you lose anything? Basically everything. And some of my stuff is very important. I have to get them back. Ooh, a retrieval mission. I like that. Good, good, good. There's a treasury area beyond the rotating rooms where the elves keep the booty. What? Nothing. Carry on. Oh, you think it's funny? You won't be able to pass them without proper guidance. Where can I get guidance? I have no clue. Udis was the one trying to figure that out. You should ask him. Right. Naja, die Skizze haben wir ja durch Zufall gefunden. I have to go. Gut. Das ist unsere, ne? Da haben wir noch ein Geschenk und da noch sogar eine Kerze. Irgendwie strangely, it's human-sized. I would expect it to be the size of an elf. I don't even want to know what it's used for. Irgendwie müssen die Kerzen wohl irgendwie eine Bedeutung haben, ne? Wenn wir jetzt jede Kerze so einsammeln dürfen. Muss ich doch mal gucken. Was das jetzt so zu bedeuten hat, oder? She looks so skinny with that lack of fur. I can't help but notice how strangely shiny her collar is. Da ist noch eine Kerze. Aber die auf dem Fass, die können wir zum Beispiel nicht verwenden. Ja, nimm natürlich die hintere Fackel, ne? There must be another way. Carrying one lit candle is already dangerous enough. I don't want to. Vor allem, weil du sie brennend in deine Hosentasche gesteckt hast. Nothing of interest. I don't see my stuff anywhere.
Sieht einfach bloß aus wie so ein Krimschkramsch-Teil. Naja. Yikes! They look sharp enough. Das sah mir schon so aus wie so ein Folterinstrument. Just a bunch of junk and debris. Okay. Das ist doch genau das, was wir in der Skizze hatten, ne? Hier, das Teil. This must be the map that Santa lookalike told me about. If I remember correctly, he said that Udis was trying to figure out how the rotating rooms work so he could escape. Maybe that's what this sketch is. A mapping. Bloß jetzt stelle ich mir bloß die Frage. Achso, hier drüben, das linke war ja quasi der Kerker gewesen, ne? Ich stelle mir bloß die Frage, wo kommt jetzt quasi diese Lava her? Wo beginnt das? Also ich schätze mal, zumindest jetzt, wenn wir jetzt von dieser Skizze ausgehen, da muss es wie so eine irgendeine Figur geben. Und die muss quasi dieser ja, ausschlaggebende Punkt sein, der das Ganze so ein bisschen zum Rollen bringen soll. Aber so wirklich habe ich jetzt noch nicht wirklich gefunden, ne? Ja, hier sind wir wieder zurückgekommen. Können wir erstmal das öffnen. Gucken wir erstmal nach. Impossible to open it. An unusual lock protects whatever is behind it. War ja klar, man muss es ja trotzdem mal ausprobieren, ne? Vielleicht hat er noch einen Tipp? A gloomy figure behind the bars. I can't. Can you point me to the exit, please? Ho, ho, ho! Nice one, kid. Santa? Oops, sorry. I got carried away due to habit. There's no exit. You are doomed. If there's a way in, then there's a way out. Not possible. It's a basic principle, actually. No, no, no. I mean, you can't access it. The only exit is on the top level, beyond some super annoying rotating rooms, and through the castle. Good luck with that. They're like a maze. I'll take my chances. Unless... Shh! What was that? Quickly, hide! Kommt doch niemand. Also, ich sehe jetzt niemanden. Streicheln lassen will sie sich nicht, die Katze. Aber ich wollte gerade sagen, weil eigentlich hat er doch mit diesen Otis quasi diesen Fluchtplan, wenn man so nennen darf, quasi erstellt. Ne? Also muss es ja wohl irgendwo weitergehen. Was mich jetzt wirklich brennend interessiert, ist, wo finde ich diese Figur? Ja, es muss ja hier irgendwo einen Anfang geben und den haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Na, also ich denke hier oben das rechte, ja steht ja direkt da, Statue. Also quasi das ist der Anfang. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir von oben gekommen sind, quasi durch den rechten Eingang, um zu dieser Statue zu gelangen. Ich muss jetzt bloß gucken, wie man das hier so verstehen darf. Oder wir gehen erstmal nach ganz unten. Vielleicht, da ist zum Beispiel ein Durmechanismus, ein Türmechanismus. Weil für irgendwas muss es ja quasi den Anfang geben. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir erst ganz runter müssen, um dort was auszulösen, dass vielleicht die Lava dann fließen könnte. Also ich habe momentan noch überhaupt keine Ahnung. Ich versuche es jetzt zumindest so irgendwie grob nachzustellen, wie es halt auf dieser Skizze so ein bisschen aussieht. Aber ansonsten, das ist so... Hm. Wir gehen erstmal hier durch den Eingang. Wir drehen das mal. Da ist sie. Und wir sollen quasi, dass diese zwei Abbiegungen. Of clay. The lady figure is holding a jug of what appears to be lava.
Okay, und diese zwei Kreiseln oder diese zwei Rundungen, die müssen quasi jetzt in die andere Richtung zeigen. Also so ein bisschen nach unten nehme ich jetzt mal an. Aber auch gleichzeitig, dass sie nach nebenan fließen können. Jetzt ist die Statue auf einer völlig falschen Ebene. Drehen das Ganze mal ein Stückchen weiter. Aber jetzt ist es nach unten und es passt auch nicht, weil wir brauchen ja die Statue. Also muss ich das Ding irgendwie anders drehen, dass wirklich eine Spalte halt wirklich zu dem nächsten Raum geht. Nee, das ist ja komplett falsch, ne? Das ist Nonsens. So war ja der Raum vorher mal gewesen. Aber das ergibt keinen Sinn. Jetzt dort. Jetzt ist er weg und der Eingang ist wieder geöffnet. Wie will man das machen, dass die Statue quasi dann nach da unten geht? Oder haben die Abflussteile eventuell was damit zu tun? Dass es so von Raum zu Raum geht? Aber es ist. Nothing happens. Maybe it needs some kind of power. Also ich nehme jetzt mal an, ich bin jetzt quasi durch einen ganz blöden Zufall nach unten gekommen zum Türmechanismus, den ich aber wiederum auch nicht auslösen kann, weil der braucht Lava. Ist ja verrückt. The truth is, I've been on this adventure for hours now. So I could. Also das Rätsel The wird truth spannend. is, I've been on this adventure for hours now. So Aber I could take a leak, but. ich würde es erstmal beenden an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Patty und ciao.